In diesem Video besprechen wir, wie wir Informationen angemessen mit Hilfe von PowerPoint aufbereiten. Dazu habe ich hier im Word eine kurze Textpassage vorbereitet. Da geht es um Tierversuche. Hier gibt es einen Absatz dazu, der erklärt, was Tierversuche sind und was das Ziel von Tierversuchen ist. Und darunter eine kleine Statistik, welche Tiergruppen für Tierversuche besonders herangezogen werden. Diese Informationen sollen wir jetzt mit Hilfe von PowerPoint darstellen. Dazu muss ich mir zuerst einmal überlegen, welcher Folientyp würde hier gut passen. Ich würde mal sagen, hier gibt es zwei Herangehensweisen. Ich könnte machen zwei Folien. Auf der ersten Folie stelle ich hier Tierversuche vor, theoretisch. Und auf der zweiten Folie mache ich eine statistische Darstellung, am besten mit einem Diagramm, über diese Anteile der Tiergruppen bei Tierversuchen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, ich mache eine Folie und es gibt, weil hier wenig Text ist und auch eine kleine Statistik, dass also nur eine kleine Grafik werden wird, gibt es ja Folien, wo ich zwei Inhalte links und rechts nebeneinander darstellen kann. Und ich werde mich jetzt eher für diese zweite Variante entscheiden. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in PowerPoint rein, gehe hier oben wie immer auf Neue Folie, wenn ich eine neue Folie machen möchte und wähle jetzt hier die korrekte aus und das wären in dem Fall zwei Inhalte nebeneinander. Klicke da drauf. Als Überschrift wähle ich jetzt einfach mal Tierversuche. Und jetzt hole ich mir hier mal den Text rein. Jetzt kopiere ich mir einfach mal diesen ganzen Absatz. Hier mit Kopieren oder mit Steuerung C oder mit rechter Maustaste kopieren. Und füge diesen Text hier einfach ein. So, jetzt habe ich hier diesen ganzen Absatz drin. Und jetzt da muss man sich überlegen, ist das wirklich eine angemessene Darstellung, einfach diesen ganzen Absatz reinzuhauen? Hier habe ich nur einen Absatz mit einem Bullet Point. Ich würde mal sagen, wenn ich nur einen ganzen Absatz mit Text reinhaue, dann ist der Bullet Point für dich ein bisschen überflüssig. Das heißt, würde ich mich für diese Variante entscheiden, dann würde ich auf jeden Fall diesen Aufzählungspunkt, diesen Bullet Point wegstellen. Dazu brauche ich nur hier drin geklickt halten. Hier oben habe ich hier die Bullet Points, die Aufzählungspunkte und da wähle ich keine aus. Und dann habe ich jetzt keinen Aufzählungspunkt. Und jetzt ist halt die Frage, möchte ich das wirklich? Möchte ich gern haben, dass so viel Text in der PowerPoint, auf dieser PowerPoint-Folie draufsteht? Prinzipiell gibt es hier mehrere Philosophien. Ich war immer sehr lang der absolute Verfechter von der Philosophie, dass man auf einer PowerPoint-Folie keine ganzen Sätze raufgibt, es sei denn, es handelt sich um wortwörtliche Zitate, wo sie sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Da würde ich natürlich den ganzen Satz hinschreiben, weil sonst macht das Zitat wenig Sinn. Wenn es aber darum geht, so wie hier eine Definition oder eine Geschichte oder irgendwas aufzubereiten, dann würde ich nur Schlagwörter hingeben, also so wäre diese eine Philosophie, die ich lange vertreten habe, weil nämlich, wenn ich dann diesen Vortrag halte und über das spreche und ich habe hier ganze Sätze stehen, dann würde so viel Text sein und dieser lange Text würde die Zuseher dazu verleiten, den Text zu lesen, statt mir zuzuhören. Und damit wäre das Ganze ein bisschen kontraproduktiv, weil PowerPoint soll ja eigentlich in so einem Vortrag die Unterstützung sein und nicht die Aufmerksamkeit stehlen. Und das war eigentlich immer meine Hauptüberzeugung. Mittlerweile hat sich mein Bild ein bisschen gewandelt. Also man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich habe einige Freunde, Bekannte, wo ich mir teilweise PowerPoint-Präsentationen anschauen konnte, die in ihren Unternehmen, Arbeitsplätzen verwenden und aufbereiten müssen. Und da gibt es auch Fälle, dass ganze Sätze, so wie hier, ganze Absätze reinkopiert werden. Und zwar muss man sich dazu von vornherein überlegen, wozu mache ich überhaupt diese PowerPoint-Präsentation? Ist es als Vortrag gedacht, wo ich mich hinstelle, vor Leuten rede und PowerPoint nur als zusätzliche Unterstützung dienen soll, dann würde ich nach wie vor dabei bleiben, dass ich nur Schlagwörter reingeben soll. Ist es jetzt allerdings PowerPoint dazu gedacht, Informationen aufzubereiten, damit in ein Meeting zu gehen? Und dann bin zwar trotzdem ich derjenige, der das erstellt hat, aber ich setze mich dann mit einem Team zusammen und ich erarbeite und vertiefe und bespreche diese Inhalte mit Hilfe von PowerPoint und bearbeite und überarbeite sie sogar dann noch gemeinsam. Dann ist es tendenziell eher so, dass man nicht Schlagwörter reingibt, sondern dass man eben so wie hier ganze Sätze reingibt, weil es ja oft dann so ist, dass wirklich über jedes einzelne Wort in diesen Formulierungen gefeilscht wird und komme ich dann mit einer PowerPoint-Präsentation an, wo nur so Schlagwörter drinstehen, dann hat das Ganze keinen Sinn, ja, weil dann worüber soll man dann diskutieren, ja. Was man wirklich braucht, das ist einerseits Unternehmenskultur, beziehungsweise man
muss dann halt auch unterscheiden, zu welchem Ort von Meeting oder zu welcher Art von Veranstaltung gehe ich mit meiner PowerPoint-Präsentation hin. Bleiben jetzt aber ganz kurz noch eben hier bei diesem Text. Angenommen, ich entscheide mich jetzt dafür, hier den ganzen Text drin zu lassen, da kann man trotzdem ein bisschen unterstützen, dass das Ganze ein bisschen leserfreundlicher ist. Das heißt, ich würde auf jeden Fall bei diesen Bullet Points bleiben und ich würde mir überlegen, kann ich denn diesen Absatz nicht noch in vielleicht mehreren Absätzen unterteilen? Und da könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, also wenn ich es ganz arg unterteilen würde, könnte ich sagen, okay, Tierversuche sind wissenschaftliche Experimente mit lebenden Tieren, das ist ein Satz. Man spricht auch von Versuchstieren, das ist ein eigener Satz. Und dann kommen hier als letzter Bullet Point noch die Ziele von Tierversuchen. Also so könnte ich es zumindest etwas leserlicher machen. Wenn ich jetzt aber einen Vortrag halten möchte und eigentlich nur gern hätte, dass PowerPoint eine Unterstützung ist, dann würde ich das jetzt hier noch so umwandeln, dass nur mehr Schlagwörter hier stehen. Also hier steht, Tierversuche sind wissenschaftliche Experimente an oder mit lebenden Tieren. Also ich würde hier zum Beispiel dann das weggeben und nur mal drin lassen, wissenschaftliche Experimente an oder mit lebenden Tieren. Da könnte ich zum Beispiel nur Versuchstiere dann drin lassen. Und dann hier Ziele von Tierversuchen sind bla bla bla. Da könnte ich zum Beispiel machen Ziele Doppelpunkt. Einen eigenen Bullet Point. Dann rücke ich jetzt mit Tabulator eines rein, dadurch wird es auch kleiner. Und jetzt habe ich hier Erkenntnisgewinn in Grundlagenforschung, also bleibe ich einfach einmal nur bei Grundlagenforschung, sowie die Erprobung und Entwicklung neuer medizinischer Therapiemöglichkeiten. Da könnte man machen einfach nur Entwicklung medizinischer Therapiemöglichkeiten. Es ist ja dann so gedacht, dass man eben ja eh mehr sagt, als dasteht. Und jetzt habe ich das alles sehr zusammengekürzt und das hat man schnell mit einem Blick hat man das erfasst und dann kann man schon wieder dem Redner, dem Sprechenden zuhören. Wichtig ist also schon, natürlich schon, dass das hier so angeordnet ist, quasi so wie ich es durchspreche und vortrage, dass die Reihenfolge passt. So, und im nächsten Video schauen wir uns jetzt an, wie ich hier dann diese grafische Darstellung mit Hilfe von einem Diagramm mache und wie ich dann quasi hier diese Statistik darstelle.